Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute kochen wir wieder was Süßes. Ja, in einer der letzten Folgen haben wir ja Pflaumenmarmelade mit Schuss gemacht und da hat meine Mama gesagt, die noch einen TM31 zu Hause stehen hat, wenn ich gewusst hätte, dass das mit der Marmelade so einfach ist, dann hätte ich das schon viel öfters gemacht. Das kannst du ruhig mal öfters zeigen. Und genau das werde ich jetzt machen. Also Mama, für dich heute eine neue Marmelade. Es gibt Erdbeermarmelade mit Sekt. Ja, auch ein Rezept aus unserem Band Lieblingsrezepte 2. Leider vergriffen, aber ich zeige euch heute Schritt für Schritt, wie es geht. Und es ist nicht viel Arbeit. Alles, was ihr braucht, sind tiefgekühlte Erdbeeren. Ihr könnt auch frische Erdbeeren nehmen, sage ich gleich was dazu. Das sind 750 Gramm. Fläschchen Sekt. Gelierzucker 500 Gramm und Einmachgläser, heiß ausgespült und so weiter und so fort. Da könnt ihr die mit Schraubverschluss nehmen oder mit dem Gummiband. Das war's. Thermomix noch und los geht's. Das erste, was wir machen, der erste Arbeitsschritt ist, wir müssen diese Erdbeeren pürieren. Das machen wir in der Turbostufe, dass sie eine schöne cremige Masse ergeben. So, jetzt ist gleich wieder Tinnitus-Alarm, Achtung. Mal schauen, dann müssen wir immer mal zwischendurch mit dem Spatel nach unten schieben. Aber das sieht ja schon gut aus, aber ich glaube, da gehen wir nochmal drüber. So, das dürfte es aber jetzt gewesen sein. Guck mal hier, es sieht schon fast aus wie diese Grundmasse von dem berühmten Thermomix-Eis. Ne? Lecker. Die anderen Sachen kommen dazu. Gelierzucker 500 Gramm. Und da das 2:1 Gelierzucker ist, 250 Gramm Sekt oder 250 Milliliter. Ne? Ihr wisst, ich messe das jetzt hier drin aus und der zeigt ja keine Milliliter an, sondern Gramm. Habe ich jetzt einen halbtrockenen geholt. Der ist ja noch mal ein bisschen süßer. Aufpassen, das schäumt. So, den Rest des Sektes müsst ihr austrinken. Das ist Pflicht. Sonst gelingt das Rezept nicht. Und jetzt einfach kochen. Und zwar auf 15 Minuten. Ich stelle das auch auf die Varoma-Stufe, damit es ein bisschen schneller geht. 15 Minuten, Stufe 1 etwa. Varoma. Und dann ist fertig. Schauen wir es uns in 15 Minuten an. Ich habe das Gefühl, Stufe 1 ist nicht stark genug. Ich schalte jetzt mal hoch auf Stufe 2. Ja, geht mal noch ein bisschen von hier oben mit dem Spatel runter. Aber gut, das ist ja auch alles noch gefroren. Das wird noch. Was ganz wichtig ist, wenn das jetzt anfängt irgendwann zu kochen, es sollte also mindestens 3 Minuten wirklich kochen. Ja. Blubbern. 15 Minuten sollten eigentlich ausreichen laut Rezept, aber das braucht diese 3 Minuten zum Kochen, weil es sonst nicht geliert und dann wird es nicht schön. Also 3 Minuten kochen. Wir warten. So, es ist gleich soweit. Ich habe auch schon mal eine Gelierprobe gemacht. Ne? Ihr wisst das, so Löffelchen rausholen hier auf einen kalten Teller und dann gucken, ob es verläuft. Tut's nicht, ist noch warm, schmeckt aber ausgezeichnet. Dann können wir das nämlich abfüllen hier in unsere heiß ausgespülten Gläser. Ich mache das jetzt erstmal in ein Glas rein und dann nachher in das große, dass ihr mal seht, wie die Marmelade aussieht. Ist wirklich eigentlich jetzt nichts gemacht, außer püriert und aufgesetzt. Das ist echt toll. Das ist ganz schön schaumig hier oben. Na, schauen wir mal. Ihr füllt das möglichst hoch ein, soweit es geht, ins Glas, bis unter den Rand. Dann kommt der Deckel drauf.
Und dann die Gretchenfrage. Rumdrehen oder nicht rumdrehen? Das haben wir jedes Mal, die Diskussion. Viele sagen ja, weil es sonst kein Vakuum zieht. Weiß ich nicht, glaube ich aber nicht. Ich merke gerade, der Schaum geht ein bisschen runter, da kann man noch ein bisschen mehr reinmachen. Andere sagen nicht rumdrehen, gerade bei den Gläsern mit Metallverschluss, weil sich da ja was lösen kann und so weiter und so fort. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich mache das jetzt so. Dieses Glas hier drehe ich rum und das andere nicht. Das andere ist aber auch kein normales Glas, das ist hier so ein Wegglas. Ich habe jetzt leider keins mehr von den Schraubgläsern. Wasche ich auch nochmal schnell durch und fülle das auch ab. So, unsere Marmelade muss jetzt natürlich abkühlen. Das dauert eine Zeit lang, deswegen gibt es heute keine Live-Verkostung, zumindest vom fertigen Produkt. Aber da hier noch so ein bisschen drin ist, kann ich natürlich hier schon etwas von der immer noch warmen Marmelade probieren. Und die ist wirklich sehr lecker. Also ich bin ja kein so Süßesser oder Marmeladenesser, aber durch den Sekt hat die jetzt auch wirklich so eine angenehme Säure. Es ist ein schönes, ausgewogenes Verhältnis. Beim Chinesen wird man sagen süß-sauer. Nein, ist wirklich sehr, sehr lecker. Passt extrem gut zusammen. Erdbeer und Sekt. Coole Sache. Ich habe am Anfang der Sendung gesagt, ihr könnt natürlich auch frische Erdbeeren verwenden. Dann reduziert sich die Kochzeit natürlich. Klar, weil die TK-Erdbeeren ja erstmal aufgetaut werden müssen auf etwa 12 Minuten. Und ihr solltet das auch im Auge behalten. Weil wenn es überläuft, gibt eine Riesensauerei. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Also Erdbeer-Sekt-Marmelade. Großartige Sache. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Wenn es euch so gut geschmeckt hat wie mir oder euch die Sendung einfach nur gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Abonniert natürlich unseren Kanal, denn nur hier bekommt ihr die besten Rezepte aus dem Kochforum mit Herz, unserem Wunderkessel. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.